schlägt Jack Wolfskin Jacke den Unicampus in Spanien oder so, ja. Hallo, willkommen zum Podcast Sohne und Seuche. Wir sind das Podcast-Team Friederike Brinker, Julia Wollmann und Marco Masura. In dieser Folge erzählt Keiko Lehnhardt von ihrer Forschung. Wie unterscheiden wir, in welcher Sprache wir einander ansprechen? Und warum können wir an der Sprache allein nicht prüfen, woher jemand kommt? Wie fanden zu Beginn des Krieges in der Ukraine Geflohene und HelferInnen zueinander? Um unter anderem dies herauszufinden, hat Keiko im Berliner Hauptbahnhof und einer Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete die Beschilderung untersucht. Keiko Lehnhardt ist seit 23 Jahren Übersetzerin für Deutsch und Englisch und promoviert in den Translationswissenschaften. Den Titel ihrer Arbeit wird sie uns gleich verraten. Sohne und Seuche. Ein Podcast über Menschen und wie wir sie unterscheiden. Und wie die Kulturwissenschaften dazu forschen. Mit dem SFB Humandifferenzierung und dem Leibniz-Institut für Europäische Geschichte. Also, wir untersuchen nicht nur Übersetzungen, also das wird oft als Schriftliches verstanden, sondern Translationsprozesse im Allgemeinen. Also dieser Austausch zwischen Sprachen, Kulturen und insbesondere im Projekt die sprachlichen Zuordnungen zu Menschen oder von Menschen zu Sprachen und den Impact, den das hat und die Prozesse dort. Also mein Titel. Also der Arbeitstitel meiner Promotionsarbeit ist Situativität sprachbezogener Humankategorisierung und ihre Relevanz für die Aktivierung individueller Sprachrepertoires. Genau. So. Was das im Klartext bedeutet, ist, welche Faktoren beeinflussen unter welchen Umständen die Zuordnung von Sprachen zu Menschen. Mhm. Also das ist diese sprachbezogene Humankategorisierung. Mhm. Und dann, wie beeinflussen diese Zuschreibung, welche Faktoren beeinflussen unter welchen Umständen die Zuschreibung von Sprachen zu Menschen? Das ist, ich bin mit dir konfrontiert, du hast eben nicht ein Schild, an dem hängt, spricht ein bisschen Friesisch und sehr viel Standarddeutsch und auch noch Englisch, wenn es sein muss, sondern ich muss aus dem Kontext, aus den Signalen, die ich von dir erhalte, die Art, wie du dein Haar trägst, vielleicht deine Kleidung, dein Alter, deine Hautfarbe, darauf schließen, welche Sprachen wird sie wahrscheinlich sprechen, was gebietet die Situation, in der wir gerade sind, bin ich auf dem Amt und ich weiß irgendwie, die haben Regeln, dass sie Deutsch sprechen müssen, aber sie gehen teilweise kreativ damit um, sind wir gerade in einer Situation, wo ich davon ausgehe, du bist hier auch im Ausland für dich. Und dann wähle ich sozusagen, ich mache eine Einschätzung über deine Sprachen und dann einen Abgleich mit meinem eigenen Repertoire. Und dann wähle ich eins aus, um dich anzusprechen. Also du könntest zum Beispiel auch sagen, okay, sie ist Mitte 30 und ist hier irgendwie an der Uni. Mhm. Die Chancen, dass sie Englisch spricht, sind relativ gut, wenn du jetzt kein Deutsch könntest. Und könntest einfach auf gut Glück das probieren. Und wenn du mich dann quasi irgendwie im Wald treffen würdest, wären die Chancen quasi weniger gut, dass ich Englisch spreche, oder? Ja. Sowas, ja. Mhm. Ich könnte auch, also diese Altersdifferenzierung passiert oft, sozusagen als Erfahrungswert, dass Deutsche in einem bestimmten Alter sehr ungern Englisch sprechen werden. Also und dass deswegen das Ergebnis einer Ansprache auf Englisch nicht so gut auslaufen wird. Also das wären dann quasi die sehr Alten, würde ich mal denken, und wahrscheinlich die sehr Jungen, ne? Dem Erfahrungswert/Klischee nach sind es die mittleren Alters, die es besonders ungern haben. Also das Klischee geht so, die Jungen, die sprechen sehr gut Englisch, die Mittleren okay, aber sie wollen es nicht und sind sehr ungeduldig, weil sie zu tun haben. Und die Älteren haben Geduld. Ihr Englisch ist vielleicht nicht so gut, aber sie haben Geduld. Sind in Rente, sie haben die Zeit. Genau. Okay. Sich auch eventuell auf das A2 oder A1 Niveau von ihrem Gegenüber auch einzulassen. Mhm. De facto gibt es Abweichungen und das gibt halt, also das wäre, der zweite Teil ist,
wie beeinflussen diese Zuschreibungen die Wahl eines bestimmten Ausschnitts aus dem persönlichen sprachlichen Repertoire. Mhm. Das hat sich gerade erläutert, wie kommt es, dass ich dann aus meinem eins aussuche und sage, okay, dein Englisch, mein Deutsch, welches nehme ich jetzt? Ja. Und dann eins auswähle. Ja. Zuletzt, und das ist die Frage, mit der sich meine Arbeit beschäftigt, ist, interagieren diese Faktoren und wenn ja, wie? Also schlägt Jack Wolfskin Jacke den Unicampus in Spanien oder so, ja? Ja. Solche Sachen. Wenn diese Generale, also interferieren sie miteinander und wenn ja, wie und welche? Mhm. Ja. Das heißt, die Jack Wolfskin Jacke ist einfach was extrem Deutsches, oder? Ja. Okay. Ja. Und was ist mit Sprachrepertoire genau gemeint? Also sind das nur Fremdsprachen oder ist es auch zum Beispiel sowas wie, ich spreche jetzt zum Beispiel mit meinen Neffen anders als mit meinen Chefs. Sprachliches Repertoire wäre die Gesamtheit aller Sprachen, Varietäten, Register, die du zur Verfügung hast. Mhm. Es kann auch einen Unterschied machen, ob du jemanden jetzt duzt oder siehst. Mhm. Je nachdem, wen du ansprichst, kann das ein oder andere sehr schlecht aufgefasst werden, also in beide Richtungen. Ja. Und diese Auswahl ist auch so eine. Oder mit deinem Neffen so zu sprechen wie mit Kollegen in der Fachtagung, schwierig, umgekehrt vielleicht auch. Wahrscheinlich noch schwieriger. Genau. Diese Entscheidung, die trifft man halt ständig. Sie gefasst zu kriegen, das ist das Schwierige. Mhm. Okay. Und welches würdest du sagen, sind die Faktoren, die da am wichtigsten sind? Am wichtigsten? Mhm. Das könnte ich nicht sagen. Also ich kann sagen, was in unseren Kontexten so passiert. Da geht es eher um die Wahrnehmungsreihenfolge. Also man wird, wenn zum Beispiel jemand in eine Aufnahmeeinrichtung geht, dann wird als erstes, sie sind sichtbar, bevor sie sprechen. Mhm. Das heißt, man wird vielleicht sehen, trägt ein Kopftuch und damit wird schon ein Zuschnitt gemacht auf mögliche Sprachen, wahrscheinliche Sprachen oder so, der sich dann im nächsten Schritt spricht an, zeigt den Pass oder so, dann entweder bestätigt oder korrigiert. Okay. Und so läuft es dann die Stufen durch. Es gibt die Selbstauskunft, die in manchen Fällen völlig ausreichend ist. Du sagst, du sprichst Deutsch, ich spreche mit dir Deutsch. Ja? Mhm. Und teilweise hinterfragt wird. Ah ja. Ja. Also wenn ich dir sage, ich spreche Deutsch und sagst, kann nicht sein, die spricht das Deutsch ist so schlecht, oder? Da geht es eher, also in unserem Kontext Fluchtmigration, wird die Sprache manchmal zur Bestimmung oder zur Plausibilitätsprüfung herangezogen. Ah, okay. Kommst du plausibel daher, wo du sagst, dass du herkommst? Das ist nicht diese Aufgabe ist in den Organisationen, in denen wir waren, wird dort nicht vollzogen. Das ist etwas, was seitens des BAMS untersucht wird, nach unseren Informationen. Aber ja, also stattfindet. Es ist eine der Sachen, die herangezogen wird. Und da gibt es dann dieses Thema, gibt es einen sprachlichen Fingerabdruck? Spoiler, es gibt ihn nicht. Also sowas ist sehr variabel. Also man kann sehen, je nachdem, wo man wohnt, nimmt man halt immer ein bisschen mit. Und gerade in solchen Fällen, wo es eine längere Fluchtgeschichte gibt, dann hat man einfach Jahre in unterschiedlichen Ländern gewohnt. Ja. Und dann zu sagen, ja, der Akzent stimmt aber für dein angegebenes Herkunftsland nicht, ist problematisch, um es mild auszudrücken, Welche Hinweise gibt es? Also jetzt zum Beispiel an den Bahnhof. Du warst ja in Berlin. Als der Ukraine-Krieg begonnen hatte, ist eigentlich das richtige Wort Ukraine-Krieg oder ist es der? Das kommt echt drauf an, wie man frage. Ich würde selber sagen Krieg in der Ukraine. Ah ja, okay, gut. Ja. Also du warst ja in Berlin, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Und wie ist es da am Bahnhof? Wie erkennt man da, wer quasi aus der Ukraine kommt? Und wie erkennen auch die Geflüchteten, wer von den Helfenden
mit wem kann ich sprechen? Wer spricht Ukrainisch? Wer spricht Russisch? Wer spricht Englisch? Also wir waren das erste Mal da, das war einen Monat danach. Also das war schon nicht mehr diese unglaublich turbulente Phase direkt am Anfang. Das lief so, damals waren noch so viele Leute unterwegs, dass es über eine Selbstmarkierung von den Helfenden ging. Also man hatte Westen an, in zwei Grundfarben. Orange hieß, ich spreche Ukrainisch und oder Russisch und das andere auch. Und gelb war, ich spreche Englisch und gegebenenfalls Deutsch und so weiter. Und dann lief das einfach so, man hat die Westen gehabt und am Bahnhof waren Schilder, auf denen standen Hinweise, dass die freiwilligen Helfenden Westen tragen mit diesen Farben und die Farbe bedeutet das. Also es gab sozusagen eine lebende Legende. Und dann auch noch Kreppband mit dem Namen, mit dem man angesprochen werden möchte und die Sprachen dann einzeln aufgelistet, so auf zwei Buchstabencodes oder so. Ja. Ja. Genau, und du hast dann da auch mitgearbeitet, oder? Ich habe ein bisschen dort mitgeholfen, ja. Das war so, dass man sich zum Helfen registrieren konnte. Und wir waren eigentlich dort, um die Beschilderung zu kartieren. Das heißt, dass diese Schrift in der Umgebung, das Linguistic Landscape, hat auch einen Impact. So die Annahme. Ja. Hat es einen Impact auf die Sprachen, die man anwendet. Also wenn ich irgendwo bin und die Beschilderung ist nur deutschsprachig oder überhaupt nur einsprachig, dann mache ich andere Annahmen über die Sprachen, mit denen ich kommunizieren kann in diesem Raum, als wenn sie mehrsprachig angeboten werden. Und der Flughäfen und Bahnhöfe sind so ein typischer Transitraum, in denen von einer größeren Internationalität und Mehrsprachigkeit ausgegangen wird. Und die Beschilderung, die gibt das auch wieder. Ich merke es in der Regel nicht mehr, weil ich selber Englisch und Deutsch ziemlich austauschbar spreche. Deswegen wird mir sehr selten bewusst, dass es ganze zweimal dasteht. Sozusagen einmal so, wie ich es lese und einmal nochmal unten drunter schräg gedruckt. Aber wann immer ich mich in einem anderen Land bewege, dann bin ich auf einmal darauf angewiesen, auf diese 60-prozentige Information auf Englisch, weil ich größere Probleme mit der Hauptbeschilderung habe. Ja. Auf jeden Fall waren wir dort, um die Beschilderung zu untersuchen, weil wir einen Hinweis von Bekannten aus Berlin hatten, dass die viel temporäre Beschilderung da war, zusätzlich zu der den Leitschildern, die sagen, hier geht's zu Gleis 8, hier zu Gleis 1, Reisezentrum hier, Gepäck dort. Das ist überhaupt nicht hilfreich, wenn du irgendwo ankommst und du sprichst weder Englisch noch Deutsch. Ja. Und dann waren von Freiwilligen erstmal Schilder angebracht worden, so A4 ausgedruckt irgendwo, die einfach gesagt haben, Toilette. Ja. In kyrillischen Buchstaben auf gelbem Hintergrund, also oder Hinweise, welche Services wo zu finden waren. Also die waren dann ziemlich früh dreisprachig. Da stand es auf, ich glaube, auf Englisch, Ukrainisch und möglicherweise Deutsch. Das zum Beispiel hier gibt's Wasser oder für Haustiere. Sachen. Nach und nach kamen, also die ersten Sachen waren halt nur so ein aufgeklebtes Schild, dann Schild in der Klarsichthülle, eins, das richtig mit Panzerband abgeklebt war. Und als wir da waren, waren schon die ersten Schilder, die gebrandet waren quasi. Also das waren offiziellere, die auflaminiert waren. Ich weiß nicht, wie man es nennen würde. So. Und gebrandet heißt, dass da noch ein DB-Logo drauf ist? Da stand oder? DB und Stadt Berlin stand drauf. Teilweise gab es Lagepläne. Also diesen Lageplan, den man sieht, wo hier geht's zu Gleis 8 oder in einem Einkaufsbahnhof. Hier ist die Gastro und hier kriegt man, hier sind die Klamottengeschäfte und so. Dieses selbe Planmaterial, also das grundlegende Gerüst, wurde umgewandelt und war dann gelb mit blauem Druck nochmal mit den Punkten, die für Flüchtende aus der Ukraine besonders interessant wären. Ah ja, okay. Ja. Und dann
ich sage jetzt die ganze Zeit aus der Ukraine, es waren ja nicht nur und sind ja nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine. Und das ist halt auch relativ früh gekommen. Dann hat man so eine Konzentration gehabt, dass, also, kennst du den Hauptbahnhof? In Berlin? Ja. Ich habe mich da schon öfter mal verlaufen. Ja. Oh. bis heute, wenn man, also wenn ich im UG bin, weiß ich wirklich nicht, wo ich wirklich stehe. Aber es gab dann so ein, also dorthin, wo die Hilfsangebote waren, war eine ziemlich dichte Beschilderung in unterschiedlichen Sprachen. Zentral auch. Eins, das auch relativ früh ist, dann zusätzlich zu dem Deutsch-Englisch, Russisch-Ukrainisch, Ukrainisch-Russisch. So, sind noch Französisch und Arabisch aufgetaucht. Aber ganz am Ende, weit entfernt von allem Fußgängerverkehr und so, war nur ein Aufsteller mit einer ukrainischen Flagge drauf und ein Pfeil. Ah ja. Ja, also es wurde, das Schriftmaterial wurde nicht, war nicht gleichmäßig verteilt, sondern in Richtung der Hilfsangebote konzentriert. Und ansonsten folgt man einfach dem Pfeil und der bringt einen dann schon dahin, wo man muss. Und das hat sich dann etwas verschoben, weil wir sind dann, ich bin dann im Sommer und im Winter nochmal hin, um nochmal nach dem Schilder zu gucken. Mhm. Und das hatte sich genauso verschoben. Die Hilfsangebote sind ins Zelt gewandert und entsprechend ist die Beschilderung auch. Und sie hat sich auch konzentriert und verstetigt. Also die informellen Schilder waren weg. Mhm. Und die Schrift hatte sich verstetigt. Also ich weiß nicht, ob du jemals arabische Schrift ausgedruckt hast oder so. Also ausgedruckt nicht. Ich hatte mal. Oder am Bildschirm gesehen? Ich glaube ja. 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 Sie hat so eine Eigenart, dass sie in Schriftgröße 12 viel kleiner wirkt. Ah, okay. Ja. Und dann ist sie auch noch von rechts nach links geschrieben. Und dann sah das typografisch aus diesen Schildern ganz eigenartig aus. Also man hat das fettgedruckte Ukrainische darunter, das dünngedruckte Russische, dann Englisch, Französisch und dann unten rechts schräg, also unten rechts ganz dünn, wirkend, Arabisch. Okay. Die Layouter werden sich dabei vermutlich nichts gedacht haben. Es ist ja sozusagen, das eine ist linksbündig, das andere rechtsbündig und die gleiche Schriftgröße. Mhm. Aber es hat ganz segregierend gewirkt. Ja. Die neueren Schilder, die haben eine andere Wirkung. Also es ist reingeholt worden und größer, sodass die Schriftart jetzt ähnlich groß wirkt. Ja, wird, ne? Genau. Mhm. Ja, und das war das andere. Es hat sich, also das nicht deutsche sprachliche Angebot hat sich konzentriert auf die Mitte, aufs Mitte-Erdgeschoss quasi und sprachlich vereinheitlicht. Das heißt, es waren am Ende nur noch ganz wenige Schilder da und diese waren einheitlich fünfsprachig, glaube ich. Fünfsprachig ist ja schon. Und dann noch Piktogramm. Ordentlich. Ja. Ja. Und auf jeden Fall, diese sprachlich, also diese sichtbare Mehrsprachigkeit hat halt eine Auswirkung darauf, von welchen Sprachmöglichkeiten ich ausgehe. Mhm. Also, das ist der Nachweis, den Nachweis darüber muss ich noch bringen, aber das ist so ein erster Eindruck. Ist es denn eigentlich in den, auch in den Unterkünften, wo du warst, also da wird ja viel auch übersetzt von Leuten, die selber auch geflüchtet sind. Mhm. Wo ich mich dann manchmal frage, wie das mit Dingen wie Datenschutz und so ist, wenn das nicht professionelle Übersetzer machen. Wird da auch ab einem gewissen Level oder ab einer gewissen, würde ich mal sagen, Vertraulichkeit von Daten dann jemand dazugeholt? Oder ist das relativ bis weit nach oben? Also ich weiß nicht, wie ich das sage. Also genau, ja, ab wann wird denn da überhaupt so ein Übersetzer dazugeholt, ein professioneller? Ab wann wird ein professioneller Übersetzer dazugeholt? Also je komplexer die Situation ist. Mhm. Also von dem, was wir beobachten konnten, ist es so, dass jede Unterorganisation innerhalb so einer Aufnahmeeinrichtung eine eigene Logik hat.
Und das ist auch von Ort zu Ort unterschiedlich. Ja. Aber an dem Beispiel von der Erstaufnahmeeinrichtung zu bleiben, in vielen Bereichen, wo es nur ganz kurze Interaktionen gibt, verlassen sie sich darauf, dass die Sicherheitskräfte mehrsprachig sind. Sie werden auch bewusst so eingestellt, dass sie möglichst breites sprachliches Repertoire innerhalb abdecken. Und dann, wenn es irgendwo knirscht, jemanden schnell und flexibel dazu rufen können. Dann gibt es Sachen wie einfache Datenaufnahme, wo es eher darum geht, in der Regel hat jemand ein Ausweisdokument oder so dabei und das wird in ein Formular eingetragen. Und dann kann es dabei Zurückfragen geben oder so. Also Zurückfragen kommen. Also wenn jemand meinen Pass vorliegen hat und da steht Geburtsort, das ist bei mir steht aktuell nicht mehr der Geburtsort, sondern das Bundesland, also der Bundesstaat, in dem ich geboren wurde. Und das führt dann zu leichten Irritationen, weil ich werde gefragt, was ist dein Geburtsort? Ich sage Honolulu. Und die drucken dann ganz kritisch, hier steht Hawaii. Aha, ist natürlich ärgerlich. Ja. Und dann das irgendwie auf Passung zu bringen. Das sind Rückfragen und dort werden für solche Sachen wird dann entweder Personal eingesetzt, das da ist, oder Leute, die dort selber wohnen, also einen kurzen Aufenthalt haben, aber ein passendes sprachliches Repertoire haben, dass sie für solche Sachen als Dolmetscher eingesetzt werden. Genau, das läuft dann über 1-Euro-Jobs, also quasi ehrenamtlich. Das wird dann solche Sachen bei der Registrierung, so komplexere Sachen, jetzt ein mehrstündiges Beratungsgespräch in der sozialen Verfahrensberatung. Da haben sie ziemlich schnell davon Abstand genommen, die Sicherheitskräfte einzusetzen, weil es ist einfach für zu viele Leute zu problematisch, weil sie oft eine sehr ungute Behandlung durch Sicherheitskräfte erlebt haben und das dann keine vertrauensvolle, sichere Atmosphäre für sie ist, wenn jemand in Sicherheitsmontur und Schutzweste und so weiter das dolmetscht. Das hängt dann nicht mit der Person zusammen, aber es ist einfach, die Rolle ist zu sichtbar und zu stark. Und zudem noch, was für kurze Interaktionen gut funktioniert, ist für lange nicht wirklich geeignet. Okay. Das heißt, sie sind mal kurz von ihrer eigentlichen Einsatzstelle weg, um in 2-3 Minuten oder auch nur 5 oder 10 etwas zu klären. Kein Problem. Mehrere Stunden, dann hakelt es dort im Dienstplan. Ja. Okay. Das heißt, sie arbeiten dann mit Dolmetscherpools in diesem Bereich. Und beim BAMF gibt es dann Vorschriften auf der Bundesebene, wer da zum Einsatz kommen kann. Und das gibt ganz strenge Sprachrequirements und so. Also tatsächlich, je formeller und in der Tendenz, je folgenreicher das Gespräch, desto mehr wird drauf geachtet. Okay. Ja. Und also du hast ja am Bahnhof dieses Linguistical Landscaping gemacht. Welche Methoden hast du in den Erstaufnahmeeinrichtungen benutzt? Da auch. Wir hatten auch die Gelegenheit, dort die Beschilderung zu fotografieren. Das überlagert sich dort etwas, also weil es teilweise ehemalige Kasernen oder Housing Areas sind. Und dann hat man teilweise noch die Beschilderung von der Vornutzung, teilweise mehrere Vornutzungen und dann die aktuelle, die dann auch etwas sich verändert, je nachdem, welche Sprache gerade stark in Bedarf ist. Und wir haben auch Beobachtungen machen können. Also eins der Instrumente ist teilnehmende Beobachtung oder im Fall von den Aufnahmeeinrichtungen einfach nur Beobachtung. Das heißt, wir dürfen uns in die Ecke setzen und die Abläufe beobachten. Und wie wertest du das aus, gerade dieses Linguistic Landscaping? Was machst du mit den Daten? Das nehme ich derzeit als einen Faktor rein. Also, dass die sichtbare Sprache in der Umgebung, diese Verschriftlichung in der Umgebung
ein möglicher Faktor für diese Auswahl aus dem sprachlichen Repertoire ist. Okay. Hast du schon irgendein Fazit oder so, was du, wo du von ausgehst, dass es das Ergebnis sein wird? Oder? Nein. Okay, bisschen früh noch, ne? Genau. Genau. Also, ich habe viele Beobachtungen, viel Material muss das jetzt fassen. Also meine läuft jetzt schon 18 Monate. Ich habe im Juli 21 angefangen mit dem Launch des SFBs. Und wie lange forschst du da jeweils vor Ort? Also am Bahnhof zum Beispiel, wie lange warst du da? Es braucht insgesamt zwei Tage, um es durchzukartieren. Weil man wirklich, also wenn man das methodisch macht, wir haben uns dafür entschieden, es gibt so viele Beschilderungen am Bahnhof, man könnte da eigene Studien draus machen in anderen Bereichen, aber überall zu gucken, wo sind Schilder, die diesen temporären mehrsprachigen Charakter haben. Und da ist dann jedes Gleis teilweise in beide Richtungen. Also ich habe am Ende eine Technik entwickelt, dass ich jedes Gleis nur einmal ablaufen muss, weil ich in Zickzack laufe. Ja. Aber jedes Gleis abzulaufen und dann ein angemessenes Foto von jeder Beschilderung zu machen, die man findet, teilweise Kontextfotos, jede Ebene abzulaufen und dann auch noch sensibel zu fotografieren, wenn gerade viele Leute vom Reisezentrum sind, dann stelle ich mich nicht hin und fotografiere jetzt das Reisezentrum und die Leute davor. Und dann kommt man halt zu einem anderen Zeitpunkt wieder. Ja. Bei der Aufnahmeeinrichtung konnten wir bei der einen sogar, wir hatten einmal zwei Tage dort als ersten Start, um sie kennenzulernen und viele im Vorfeld arrangierte Gespräche. Und dann hatten wir kurzfristig die Möglichkeit, eine ganze Woche da zu sein. Ah ja. Das war richtig cool. Weil wir mehr von den, also erstens kannten wir es schon, wir haben mehr von den Alltagsrhythmen mitbekommen und wir hatten dann auch im Laufe der Woche Zugang zu fast jeder Organisation bekommen, weil ich vermute, es hat sich rumgesprochen, dass wir nicht beißen und nur komische sprachbezogene Fragen stellen und nicht hier irgendwie in Audit sind oder so irgendwas. Ja. Das heißt, wir haben wir hatten die Möglichkeit, einfach ins Gespräch zu kommen und dann können wir mal vorbeikommen und mit euch über XY reden oder könnten wir mal bei euch drinnen die Schilder fotografieren und so. Das finden sie aus dem Stand immer ganz sonderbar, dass wir so Interesse an den Schildern haben. Ja. Das ist im Vergleich zu dem, was unsere Ethnografen machen, ist das sehr, sehr kurz. Also die sind mitunter ein halbes Jahr und mehr im Feld und kommen dann auf eine ganz andere Art richtig rein. Aber im Vergleich zu einem halben Tag ist eine Woche fantastisch. Ja. Und wie viele Organisationen sind an so einer Erstaufnahmeeinrichtung? Aus dem Stand so 8. Okay. Ja. Also das wird nichts. Meine erste Auffassung war oder vor dem ersten Besuch, dass es quasi eine Einrichtung gibt, in der das alles gemanagt wird. Aber die einzelnen Pakete werden ausgeschrieben. Das heißt, es gibt das Regierungspräsidium ist vor Ort und auch für die Koordination und die Registrierung zuständig. Dann gibt es die Sicherheitsfirma, es gibt eine Firma, die den Alltag organisiert und für die Unterkunft zuständig ist. Es gibt eine, die Verpflegung macht. Es gibt eine, die für Kinderbetreuung Angebote macht und Gesundheit und dann noch das BAMF selbst. Und die Polizei ist auch vor Ort, hat so ein kleines Büro. Da ist dann zu normalen Zeiten jemand da und solche Sachen. Ah, krass. Ja, ich hatte es mir irgendwie wie das Studentenwohnheim von früher vorgestellt. Ja. Okay. Und es ist dann halt jede dieser Organisationen hat ihre eigene Sprach- und Übersetzungslogik. Also welche Schilder übersetzt werden und wie. Auch ein Unterschied, ob es jetzt Customer-Facing ist oder nicht. Also im hinteren Bereich sind die Schilder einsprachig, oft, und im vorderen mehrsprachig.
Mich würde noch interessieren, wie du die Humandifferenzierung oder die Theorien ja. der Humandifferenzierung benutzt in deiner Arbeit. Bislang ist es Beobachtung von existierender Humandifferenzierung, also diese Kategorisierung, mhm. ja, die so im Blitz ablaufen, okay, du bist du bist Mitte 30, du trägst einen Strickpulli, du hast die Haare auf eine gewisse Art und Weise, du lächelst mich an, wie spreche ich dich jetzt an? Mhm. Das sind alles lauter Kategorisierungssachen, die im Vorfeld ablaufen, wahnsinnig schnell ablaufen. Mhm. Und ich würde sagen, ich untersuche das auf der Prozessebene. Also nachzuvollziehen, welche Kategorisierungen werden dort gemacht. Und wie beeinflussen sie sich, wie interferieren sie miteinander? Mhm. Wenn sich im Nachgang ergibt, dass Mich würde auch noch interessieren, weil das Thema Flucht ist ja gesellschaftlich auch sehr im Fokus. Gibt es da irgendwelche Vorurteile oder so, die dir begegnen oder mit denen du vielleicht noch aufräumen möchtest? Also Annahmen zum sprachlichen Repertoire. Eins, was auf den Ämtern relativ häufig passiert anscheinend, ist, dass sie merken, jemand spricht nicht ausreichend Deutsch für die Interaktion und dann zu Englisch wechseln. Ja. Also die Grundannahme, dass Englisch als Lingua Franca tauglich sein wird, ist relativ weit verbreitet in der Praxis. Aber wenn diese Person eben auch nicht Englisch spricht, dann kommt man damit nicht weiter. Also eine Person, die vielleicht irgendwie schon ein paar Monate in Deutschland ist, sich ein bisschen Deutsch angeeignet hat, aber Englisch war nie genau, Thema. Englisch war nie Thema, ja, genau. Genau. Mhm. Es ist aber irgendwie in beide Richtungen. Also ich müsste sagen, Englisch ist viel weiter verbreitet, als ich angenommen hätte. Mhm. Und aber deutlich weniger universell, als manche annehmen. Es ist weiter verbreitet, aber weniger universell. Mich hat überrascht, in wie vielen Kontexten zum Englischen gegriffen wird. Ja. Aber es ist eben nicht so, dass alle Englisch sprechen und man sich das Ganze einfach sparen kann. Ja. Es hat sehr schnell Grenzen. Aber ist es so, dass alle, die quasi eine gewisse Schulbildung erreicht haben, Englisch sprechen? Häufig. Das ist je nach Land unterschiedlich. Ja. Also in Syrien ist es, glaube ich, bis heute so, dass man die Wahl als für die zweite Fremdsprache jetzt sozusagen. Mhm. Also die erste zusätzliche Sprache ist Standardarabisch und dann kommt entweder Englisch oder Französisch dazu. Okay. Das habe ich von mehreren Stellen gehört. Und Englisch ist bei weitem die beliebtere im Paar. Und deswegen hat es dann, wer die Mittelstufe abgeschlossen hat, hat dann ein paar Jahre Englisch gehabt. Mhm. Wie oft das im Alltag angewendet wird, das sieht man auch. Also wie weit das auseinandergehen kann, merkt man auch in Deutschland. Ja, aber je nachdem, wie das geht dann zurück auf die Sprachpolitik in den jeweiligen Ländern, was da favorisiert wird. Ja. Okay, dann würde ich am Ende noch fragen, wenn du nicht Translationswissenschaften machen würdest, was würdest du dann machen? Was würde ich dann machen? Ich habe, bevor ich mich dafür entschieden habe, die Promotion zu machen, habe ich mit dem Gedanken gespielt, einen weiteren grundständigen Studiengang anzufangen, also andere Sprachen zu lernen. Ah, ja. Also ich habe tatsächlich es kam nicht so weit, dass ich das Studienbüro angesprochen habe, aber ich habe keinen Bachelor in Translation und habe mit dem Gedanken gespielt, mich in Russisch und Arabisch einzuschreiben. Mhm. Und dann kam es ganz anders. Also ich arbeite, wie gesagt, schon seit 23 Jahren als Übersetzerin. Das heißt, diese Sachen, die ich an der Universität mache, das ist so Weiterbildung, Weiterlernen, neue Sachen erfahren. Mhm. Da gibt es einige Kontexte, die mich interessieren. Aber das war das Letzte, was so
so drauf war. Hat dir deine Erfahrung als Übersetzerin eigentlich auch bei der Forschung geholfen? Bei der Forschung in unserem Bereich, ich würde mal sagen, nein. Ja. Also die Texte, mit denen ich als Übersetzerin zu tun habe, sind verschriftlicht. Und sie kommen aus einem ganz anderen Bereich. Sie haben ganz andere Zeitbedürfnisse. Also das sind in der Regel Öffentlichkeitsarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Pressetexte oder Fachartikel, auch wissenschaftliche. Und das hat einen ganz anderen Bedarf als eine mündliche oder eine mündlich mit schriftlichen Hilfsmitteln Dolmetsch-Situation. Und die Sachen in Sachen Linguistic Landscape habe ich auch erst in unserem Masterstudiengang gelernt. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge sprechen wir mit Felicitas Flade. Sie ist Sozialpsychologin und wird mit uns über den Einfluss eines gemeinsamen Feindes sprechen. Wie kann ein gemeinsamer Feind zwei Gruppen zusammenbringen? Und wie ging sie bei ihrer Forschung vor? All das und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Mehr über uns erfahrt ihr zum Beispiel über unsere Social-Media-Accounts. Und auch wir möchten natürlich gern mehr über euch erfahren. Schreibt uns gern eine E-Mail, wie es euch gefallen hat oder was ihr gerne noch gewusst hättet. Alle Infos dafür findet ihr in den Shownotes. Dann bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.